Willkommen zurück, liebe Leute. Rising World News Time. So, natürlich gibt es wieder News und diese News sind nicht ganz ohne. Denn in einem gewissen Gespräch mit Aonuma, der ja kreative Kopf hinter The Legend of Zelda ist, Aonuma, wurde in einem Interview erwähnt, dass er die HD-Rumble-Funktion von den Joy-Cons sowas von interessant findet, dass er es sich für einen The Legend of Zelda Skyward Sword gut vorstellen könnte. Ist es damit hundertprozentig jetzt bestätigt? Gute Frage, dachte ich mir auch. Und ich konnte dann noch was herausfinden, nämlich, dass es anscheinend diverse Informationen zu Amiibos gibt, zu Skyward Sword. Jetzt wissen wir aber alle, dass bisher noch gar kein wirklicher Amiibo dafür erschienen ist. Was Nintendo sich dabei gedacht hat oder wie auch immer, kann man nur mutmaßen. Bloß, ja, vielleicht gibt es ja demnächst dann doch noch ein HD-Remake oder so. Mich würde es freuen, ich habe es nämlich noch nie gespielt. Würde sich sehr gut anbieten, wobei ich das dann halt auch erst spielen würde, wenn natürlich The Legend of Zelda Breath of the Wild fertig ist. So, dann des Weiteren habt ihr ja mitbekommen, dass wir bei Super Bomberman R sehr viele Probleme hatten, was eine verzögerte Steuerung anging. Und ja, auch dazu hat sich Konami geäußert, hatte ich auch schon einmal berichtet, dass sie entsprechend da nacharbeiten wollen oder es fixen wollen. Und das sieht eigentlich so blöd aus mit den Fliesen. Warum ist das eigentlich so? Dass sie das entsprechend fixen wollen und beim Fixen sollen natürlich auch noch zusätzliche Inhalte dazu kommen zu Super Bomberman R und das ist doch etwas, was mich dann sehr gefreut hat, denn Super Bomberman R ist ja nicht ein schlechtes Spiel, nein, es ist gar kein schlechtes Spiel, es macht sogar riesen Spaß. Die Sache ist halt nur die, solange diese Lags da vorhanden sind, kann man sich schon mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, ärgern. Jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist dann halt doch schon so ein bisschen ärgerlich. Mir fällt gerade auf, ich muss hier noch den Schrank machen. Ich frage jetzt mal nicht, wieso da was fehlt. Geht das so? Nein. Gut. Gut. So. Nee, also wie gesagt, zu Super Bomberman R wird es entsprechende Updates geben. Wenn ich jetzt hier wieder das richtig hinbekomme, wäre es schön. Wie gesagt, mit neuen Inhalten und dann natürlich werden wir auch da entsprechend drauf eingehen. Passt das so? Ich glaube, das passt so, ne? Ja, das passt so. Da unten hatte man viel Platz, um da was reinzustellen. Genau. So, dann machen wir das Raster aus. Danke. Geht es weiter? Hatte ich jetzt hier irgendwas vergessen? Ich bin hier die ganze Zeit im Überlegen. Ja, stimmt, hier ist jetzt noch so ein gewisser anderer Schrank dazugekommen, aber das ist jetzt erstmal egal. Das habe ich alles. Wunderbar. Das sieht auch immer noch alles gleich aus. Bis auf, dass hier halt so ein kleiner Tisch noch in der Mitte steht, so ein Krökeltisch. So. Hier passt soweit auch. Ah ne, hier fehlt noch der eine Schrank. Stimmt, hier fehlt noch ein Schrank. Ist der einzige, der jetzt hier noch fehlt. Da fehlt noch ein Schrank. Hier müsste alles passen. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal so durch. Okay, hier der Kratzbaum. Den kann ich aber unmöglich dahin ballern, weil ich halt nicht so rund basteln kann. Hier fehlt noch der Herd. Wo ich immer, ich weiß, wie ich den machen soll. Genau, so, dann erscheint demnächst ja auch Rhyme, ein Spiel, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, wo es eigentlich nicht darum geht zu kämpfen, sondern halt Rätsel zu lösen, nur alleine durch Köpfchen. Und ja, dieses Spiel erscheint im Mai für die PS4, Xbox One und für den PC, leider aber für die Switch ein bisschen später. Ja, die anderen Räume muss ich ja so lassen, da weiß ich ja nicht, was da drin ist, ne? Muss ich ja so belassen, ne? Hier muss ich dann auch das Geländer machen. Ja, erscheinen jedenfalls später. Dann weiter geht's. Mit dem Erscheinen
Von Binding of Isaac gibt es jetzt aktuell noch nichts Neues. Das letzte, was es halt gab, war, dass es dazu eine Boxed-Version gibt. Weiterhin ist hier noch im Unklaren, ob diese Boxed-Version jemals den Weg nach Europa finden wird. Ansonsten kann man das Ganze natürlich dann für insgesamt Importkosten inklusive 47 Euro über Amazon dann importieren lassen. Wer also da noch Interesse hat an The Binding of Isaac Afterbirth Rebirth Plus, der sollte dann natürlich zuschlagen. Ansonsten wird es das Spiel dann irgendwann als Download-Titel im europäischen eShop von Nintendo geben. So, ich will jetzt einfach nochmal wieder die Tasche aufräumen. Und ich finde irgendwie nicht das, was ich suche. Da habe ich es. So. Weiter im Text. Ja, dann war ich jetzt letztens sehr überrascht. Ich durfte den Trailer sehen zu Bully Parade, der Film. Und ich musste sagen, Leute, wer Bully mag, der mag den Film. Denn dieser Film verspricht wirklich einiges. Ja, ich habe zwar noch nicht ganz die Zusammenhänge verstanden, aber das, was Bully Herbig da liefert, ja, das ist schon... Also ich musste sehr viel schmunzeln, ja. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nur Gustav, yo! erwähnen oder wie auch immer die es gemacht. Ich fand das einfach so cool. Ja, selbst wenn es jetzt einfach unwitzig hier klingt in dieser Aufnahme, fand ich es trotzdem geil. Also ich musste schmunzeln, ja. Und genauso das vom Imperator von Periode 1 da. Diese ganzen Klo. Okay. Gut, natürlich auch Lissi und Franz oder Lissi und der wilde Kaiser sind natürlich auch mit dabei. Aber in echt und nicht halt diese animationstechnischen Sachen. Natürlich auch, der Schuh des Manitou, also es ist alles vertreten, man wird wahrscheinlich sehr viel lachen können und sogar Zurück in die Zukunft. Und da muss ich sagen, ich hatte ja mal gesagt, es muss nicht alles geremaked werden, ja, aber bei der Sache ist es halt so, dass es einfach da durch den Kakao gezogen wird. Das ist wieder was ganz anderes, also eine Parodie oder so, gerne, bin ich immer gerne bereit, aber wie gesagt, ein Remake, nein. Also würde ich sagen, nein, das zählt für Gremlins, wo es ja jetzt auch einen neuen Film gibt, der in der ähnlichen Variante spielt, bloß eher mehr auf Horror aus ist, während der andere Gremlin ja so Süßhorror war, könnte man sagen. Ja, aber okay, gut. Dann gab es natürlich auch einen neuen Trailer zu Guardians of the Galaxy. Bei dem war es aber so, muss ich jetzt sagen, also ich fand den ersten interessant, der zweite war jetzt nicht ganz so, wobei ich das natürlich sehr interessant finde, dass wahrscheinlich dort das Rätsel um den Vater geklärt wird. Ah. So. Das Rätsel um den Vater geklärt wird von Star-Lord. Aber auch da, denke ich mal, bin ich mir noch sehr unsicher, ob das wirklich so den Fakten entspricht. Ja. Und nichtsdestotrotz möchte ich auch an dieser Stelle erinnern, das, was ich jeden Montag mache. Denkt dran, heute Abend wieder Mario Kart 8 im Community-Rennen. Nicht mehr lange, es sind nur noch... Lasst mich kurz überlegen, 48 Tage, 46 Tage, so roundabout 46 bis 48 Tage, dann geht es los mit dem Mario Kart 8 Deluxe Community Turnier. Und auch da muss erwähnt sein, dass Nintendo da nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Ja, bei dem Mario Kart 8 Deluxe gibt es nämlich auch neue Battle Arena Spielmodi. Ja, diese könnt ihr natürlich dann aus dem offiziellen Mario Kart 8 Deluxe Trailer, dem aktuellen, entnehmen. Ja, 5 Spielmodi, darunter auch Räuber und Gendarm, welchen ich dann wieder ganz interessant finde, weil ich habe so ein paar Szenen da mal gesehen und dachte mir, sieht ja nett aus, Räuber und Gendarm, könnte bestimmt was werden. Natürlich die Ballonbalgerei ist auch mit dabei, ich hoffe nur, dass es auch dann, ja, sich ein bisschen mehr an dem N64 orientiert und nicht wieder wie die ganzen anderen, also ne, Wenn alle Ballons weg sind, dann kann man ja immer noch weiterhin rumfahren und kann Schabernack treiben. Und das finde ich halt einfach... Ja, Münzschlacht, Insignienjagd und Bomb-Omb-Hagel, glaube ich, heißt das. Und insgesamt wird es 8 Battle-Arenen geben. 8 Stück, ja. 3 sind remastered und 5 neu. Warum? Und dann keine vom N64. Das war das Schlimmste für mich. Ich glaube, eine vom 3DS, eine von der Wii. Und ich glaube, eine vom...
Gamecube, glaube ich, war es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Gamecube war, aber es war für mich echt so ein richtiger Stoß ins Herz. Das tat so richtig weh, so wo ich mir dachte, ach Nintendo, warum denn? Mögt ihr die N64 nicht oder was? Da waren doch so schöne Arenen. Ja, aber trotzdem, die anderen Arenen lassen sich auch gut sehen. Ich bin sowieso mal neugierig, wie das da mit dem Scharmützel wird. In Form von Räuber und Gendarm. Ich bedanke mich jedenfalls jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt hier noch auf der Arbeit, während ihr das jetzt guckt. Werde bald nach Hause fahren und dann mich weiterhin daran setzen, hier wieder neue Informationen für euch zu liefern. Denkt dran, wie gesagt, 20 Uhr geht es los mit Mario Kart 8. Und ja, ich sage, ich bin euer Tro. Das ist eine Kartoffel oder zwei. Haut rein. Tschüss.